Wir beginnen mit unserer Verkostung bei Daniel. Ein kleiner Vogel von Enis Kleid ist davongeflogen und hat beschlossen, sich auf meine Torte zu setzen. Es klingt auf jeden Fall schon mal sehr tropisch. Wenn man sie dreht, dann sieht man, dass sie vom Grund her glatt eingestrichen ist. Und du hast dann hier noch einen Farbauftrag gemacht, um diese Wolkenstruktur rauszuarbeiten. Diese Kante, sie ist sehr exakt. Und das Palettenmesser sieht man natürlich bei dir hier in diesen Flügeln, in den einzelnen Federn. Und ich finde, da hast du die Technik wirklich gut umgesetzt. Also ich muss sagen, ich bin vom Motiv restlos begeistert. Ganz zu schweigen davon, dass es sehr, sehr filigran ist. Ich muss sagen, ich finde es genial gelöst mit der Maracuja, vor allem mit dieser frischen und die Böden. Sie sind durchgebacken, sie sind leicht. Die weiße Schokoladenmousse, ich habe gesehen, du hast gekämpft, aber es hat sich gelohnt, denn auch sie rundet für mich persönlich das Stück Kuchen ab. Äußerlich wie drin, Thema für mich wirklich erfüllt. Vielen Dank. Ich nehme euch mit auf eine wunderschöne Südseeinsel mit einem weißen Sandstrand. Ihr seht, die Sonne scheint und es sind nur ein paar Schleierwölkchen am Himmel. Man kann sehr schön sehen, dass sie glatt eingestrichen ist. Man kann auch bei dir hier oben die schön saubere Kante sehen. Und meine Lieblingsseite, so diese Momente hier mit diesen Inseln, wo man diese Struktur sehen kann, die du mit einem Palettenmesser genommen hast. Von dieser Kreativität und vom handwerklichen Geschick muss ich sagen, Chapeau, ganz große Arbeit. Du hast was verwendet als Zutat, was gar nicht so häufig vorkommt, und zwar die Kiwi. Für mich wunderschön geschmacklich eingearbeitet. Es ist wirklich ein Traum, es ist super leicht. Einziges, was ich beim nächsten Mal vielleicht verbessern würde, ist, diese leicht karamellisierten Kokosnusschips durch Schokolade zu ziehen, weil sie sind natürlich jetzt nicht mehr karamellisiert und das ist bei Kokos immer so die Gefahr, dass das wird wie so ein Kaugummi. Ein schöner Geschmack von der Kiwi, ich mag auch die Konsistenz, es ist nicht gummiartig. Vielen Dank. Danke euch, vielen Dank. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Ja, auch hier muss man, glaube ich, einmal in Ruhe rumgucken. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so diese exakte Kante hier oben. Auch bei dir kann man überall mal sehen, wie du das Palettenmesser verwendet hast. Ich glaube, ich mag am liebsten, wo ist sie denn, deine Qualle? Es gibt für mich eine wirklich sensationelle Stelle. Wenn man das jetzt hier anguckt, diese Lichteinflüsse, die dann so nach unten gehen, ich bin wirklich restlos begeistert, da habe ich mich drin verliebt, muss ich sagen. Du hast es wirklich super schön gelöst mit diesen frischen Kernen der Maracuja. Das ist natürlich nochmal eine Textur, die einfach ganz besonders ist. Und die Böden sind hervorragend. Das Ganze geschmacklich für mich einwandfrei. Dieses sonnige Thema mit der Unterwasserwelt, finde ich, hast du sehr schön kombiniert. Vielen Dank. Es geht doch mit dem Malen und dem Dekorieren. Also gerade hier oben, die Palmwedel hast du wirklich schön rausgearbeitet. Das Thema optisch für mich getroffen. Ich hätte mir natürlich ein bisschen mehr gewünscht, dass es exakter gearbeitet ist. Aber vielleicht kriegen wir dich ja noch so weit. Vielleicht. Musik
dieser Boden ist für mich persönlich ein Highlight. Es ist tatsächlich eher wie so ein weihnachtliches Honigbrot von der Konsistenz her. Von den Aromen her kräftig, schwer, wirklich hervorragend ausgearbeitet. Danke. Ungewöhnliche Kombination, für mich aber sehr stimmig drin. Draußen bist du auf dem richtigen Weg, jedes Mal einen Schritt mehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Also hätte man mich gefragt, Südsee, welche Farben haben die Torten? Ich wäre nicht auf Grau gekommen. Es könnte jetzt auch eine Hausmauer sein. Was mir auf jeden Fall gefällt, sie ist wirklich sehr exakt gearbeitet. Palette Knife Painting, das ist dir am besten gelungen, wirklich bei diesen ganzen grünen Blättern. Was man auf jeden Fall sagen kann, und da bin ich wirklich restlos begeistert, ist diese Exaktheit beim Einstreichen deines Würfels. Das hier ist der Curd, richtig? Ja. Also dieser Glanz, diese Standfestigkeit, genau so muss es tatsächlich sein. Das Einzige, was für mich so ein bisschen untergeht, ich glaube, du wolltest den Mojito darstellen. Genau, die Minze habe ich jetzt nicht herausgeschmeckt. Wenn man das Thema Südsee hat, ist natürlich nicht die erste Frucht, an die man denkt, Blaubeeren. Aber mit den Blaubeeren eine Torte hinzubekommen, die nach Südsee schmeckt, ist da eine große Kunst. Und ich finde, das ist dir gelungen. Vielen lieben Dank. Auch du hast eine eckige Torte genommen. Hier vorne sieht man auch schon, es ist schön gerade. Hier kann man, glaube ich, das Palettenmesser fast am besten sehen bei den Blättern von der Struktur. Und ich finde hier, das Meer, das hat wirklich Tiefe bekommen. Also ich mag diesen herrlichen Südseekitsch da oben drauf. Die Torte wässert. Ich glaube, hier aus dieser Schicht kommt der Übeltäter. Es schmeckt sehr nach 80er Jahre. Dieser Cocktail mit Blue Curaçao und Kokos. Und das ist so alles wirklich ein Genuss meiner Jugend. Es ist für mich auf jeden Fall ein Sommergeschmack, ein sehr südlicher Geschmack. Ich glaube, 10 Böden sagst du am besten alles. Diese Böden von der Konsistenz her sind mir gänzlich neu. Es ist wirklich eher wie ein getränkter Pumpernickel, so von der Struktur her, ohne die ganzen Körner drin. Geckig finde ich auf jeden Fall, dass du die Banane mit eingearbeitet hast und sie ist tatsächlich immer noch crunchy. Ich find's lecker. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Ich hoffe, der Geschmack der Torte ist atemberaubend. Der erste Versuch auf jeden Fall. Man roch es auch, als man hier ins Zelt reinkam. Also, fangen wir an. Hier ist sie glatt eingestrichen. Hier oben nicht mehr so wirklich. Man sieht hier nicht wirklich den Kolibri, wenn du es nicht sagst. Da ist der Schnabel, da sind die Flügel. Dann erkennt man den Kolibri. Aha. Auch. Jetzt erkennt sie ihn auch, nicht? Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür, dass du die Buttercreme nochmal neu gemacht hast. Und ich bin auf den Anschnitt gespannt. Eins kann ich auf jeden Fall sagen, Deutschlands schönsten Tortenanschnitt kannst du nicht gewinnen. Also Jenny, geschmacklich irgendeine andere Komponente herauszuschmecken, ist für mich gänzlich unmöglich, weil tatsächlich das Minzaroma immer noch so präsent in diesem Kuchen ist. Es sind so viele gute Sachen, die da drin sind und sie werden einfach komplett überlagert von der Minze, was wirklich extrem schade ist. Vielen Dank.
bei dir muss man sie, sie ist schwer, drehen, weil dann kann man hier sehen, gerade so an dieser Stelle, wie glatt eingestrichen ist. Ich mag hier diese Details mit den Fußabdrücken. Und dann kommen wirklich die Strelitzchen mit diesem grünen Teil, der immer so aussieht wie so ein Schnabel. Und dann kommt dieser bunte Kamm. 100 von 100 möglichen Punkten. Mir gefällt es von außen. Sieht sensationell aus. Dankeschön. Boah, geil. Sensationeller Anschnitt. Ja, wenn man die Augen zumacht und sich diesen Strand vorstellt, barfuß die Füße in den Sand drückt, dann dieses Stück Kuchen dazu. Mehr kann man sich nicht wünschen. Dankeschön. Es ist innen wie außen einfach ein Südseetraum. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Betty und Christian haben ja mit den Aufgaben für Urlaubsstimmung gesorgt. Ich glaube allerdings eher bei der Verkostung. Für euch war es ein Aktivurlaub. Und für den möchte man ja gerne belohnt werden, am liebsten mit der roten Schürze. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo keiner gerne mehr nach Hause fährt. Allerdings stehen diese beiden Entscheidungen jetzt an. Es hängt von euren Punkten ab. Die Punkte können Sie übrigens nachlesen auf Instagram oder Facebook. Wir heißen @dasgroßebacken. Folgen Sie uns einfach. Betty und Christian, eure Entscheidung steht an. Zieht euch zur Beratung zurück. Es war auf jeden Fall mit Abstand der beste Anschnitt und geschmacklich hervorragend ausbalanciert. Das ist schon wirklich das Lob, was man hören möchte. Und das war wirklich jetzt ein Treffer. Bei Hannes bleibt für mich immer im Gedächtnis die Konsistenz der Böden. Aber bei Hannes hat sich das Gelee aufgelöst. Also die Kritik für das Äußerliche war auf jeden Fall hui. Innen war es ein fast hui. Es ist jetzt nicht so das Thema Strand, Meer, Sonne bei Franzi. Ich bin aber trotzdem immer noch überzeugt von meinem Konzept, weil ich wollte rausstechen. Bei Jenny technische Prüfung, 2. Platz. Aber bei der ersten Aufgabe, auch da hatte sie schon Schwierigkeiten. Die Verkostung war für mich vernichtend. Es war halt einfach zu viel Minz. Ich sehe mich selber jetzt auf der Abschussliste. Und ich glaube, deswegen ist es auch so, dass ich ein bisschen emotional mitgenommen werde, weil ich halt das Gefühl habe, dass ich nicht das zeigen kann, was ich eigentlich kann.